So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Eine neue Folge Pokémon Go. Der Raid-Boss-Wechsel ist da. Genesekt ist weg. Ich habe einen 100er bekommen, auf Level 50 gepusht. Gestern. Heute kommt Kabukime, der vierte Schutzpatron. Neu als Shiny. Den habe ich noch nicht als 100er. Den habe ich noch nicht in Shiny. Habt ihr den schon in Shiny? Wie auch immer, schreibt es mir in die Kommentare. Wir stehen jetzt hier beim Eingang zum englischen Garten. Da geht es hoch zum englischen Garten. Das ist nämlich der Bahnhof in Meiningen. Dort ist so ein Torbogen. Hier ist viel los. Ihr hört schon Baustelle und alles. Wir gehen jetzt zum Johannes Brahms Denkmal. Denn da ist der erste Raid, der nach 11 Uhr aufgegangen ist und ein Kabukime beinhaltet. Ich habe den wieder in den Community-Tab gepostet. Und eigentlich suche ich noch zwei Pokestops, die ich einreichen kann. Für 7 Tage, 7 Stops. Ich habe nämlich vorhin schon 5 gesucht, aber das dann demnächst. So, das hinter mir ist das Johannes Brahms Denkmal im Englischen Garten in Meiningen. Das ist hier so eine Riesenfläche mit verschiedenen Brunnen. In der Mitte das Denkmal, links ein Brunnen, rechts ein Brunnen. Hier auch mit Treppen, wo du hochgehst. Kannst du dir mal angucken. Da würde sich der Ispo freuen, wenn er Brunnen sieht. Tropft hier alles runter, sehr schön. Mit Bänken zum Sitzen, wie gesagt, am Community Day oder so, wäre das natürlich optimal. Altes Mauerwerk. Hier steht nochmal Johannes Brahms. Hat schon wieder einer drauf rumgeschmiert. Und hier ist der Herr mit Frisur, mit Skulptur, mit allem drum und dran. Das ist die Arena. Das ist Pupsi. Das ist der andere Brunnen. Und da liegt noch eine Beefy. Eine Beefy Roll, die Drecksau, wer auch immer die da hingelegt hat. So. Da müssen wir uns jetzt aufbauen und da können wir gleich einladen und schauen, wer alles mitmacht und ob einer von euch einen Shiny Kabukime bekommt. So, Dandro hat gerade zu einem Kabukime-Raid eingeladen, aber auch hier, auch bei diesem Raid-Boss, werde ich keine Fan-Raids machen, wegen der Limitierung, wegen den teuren Preisen, wegen Niantic. Wenn, dann mache ich nur vor Ort Raids, aber keine Fan-Raids, nur am Mittwoch in der Raid-Mania 5 Stück für das Format. Ansonsten hätte ich gern bei Dandro mitgemacht, muss ich sagen, aber kann ich mir nicht leisten. Hier in 7 Minuten geht er jetzt auf. Wir gucken mal kurz in den Community-Tab, da habe ich das ja gepostet. Das ist der Raid. Da stehen sogar Koordinaten dabei. Und wen laden wir jetzt ein? Wir haben Pokehanda, Rode Fuchtel, Margo Fedex, 1 Kommandant, Paradox und 3 Hadakingo, Borgi, Bowling Ball, Sashbon und Hikaru. Das sind die ersten 10, 2x5, die wir mitnehmen können. Gleichzeitig habe ich natürlich auch wieder eine Konterliste gepostet von den Pogo News. Das ist eigentlich eine Telegram-Gruppe. Wer da drin ist, der kann die sich selber angucken und muss nicht warten, bis ich die poste. Ich warte halt immer, bis die Deutsche da ist. Da habt ihr die 100er-Werte 16, 32, 20, 41. Das Ding ist Fee und Wasser. Ihr nehmt also am besten Elektro, Gift oder Pflanze. Hier steht 3 Spieler Orange. Nicht rot, orange, im Duo wahrscheinlich gar nicht machbar, schwer machbar. Habt ihr es schon im Duo gemacht, man müsste nur bei YouTube Kabukime Duo eingeben, dann sieht man 5 Millionen Videos wahrscheinlich. Ich würde sagen, nehmt am besten 5 Leute, genau. Wenn ihr niemanden habt, dann macht euch 5 Accounts. Shiny verfügbar, Shiny wird geholt, dann ansonsten was nehme ich wahrscheinlich. Naja, Gift habe ich nicht so viel, ich würde auf Pflanze und Elektro gehen. Ansonsten alles andere habt ihr halt im Community-Tab stehen und jetzt müssen wir die Zeit noch absitzen, bis der Raid losgeht. So, der Raid ist jetzt auf. Wir gehen mal auf die Arena. Ich versuche mal kurz, private Gruppe zu machen. Dann halt wieder öffnen. Gruppencode. Fat Cuts Gelb. Also Relaxo, Mauzi und Pikachu. Mal schnell einladen. Schon lange nicht gemacht. Margo Fedex, 3 Hadder, Kommandant, Fuchtel, Borgi, Hikaru, Paradox, Sashmon. Jetzt sehe ich, ich musste den Bowling Ball natürlich adden auf dem Samyang Account. Da war der nämlich nicht drauf, weil ich mir den anderen, ich habe die ersten 5 beim Ramses mir aufgeschrieben in die Zwischenablage. Also muss er natürlich bei den anderen 5 dabei sein. Da war er aber nicht drauf. Jetzt habe ich ihn geaddet. Jetzt hat er nicht angenommen. Jetzt muss ich mal warten
ob ich ihn nachträglich noch einfügen kann. Er hat nämlich immer noch nicht angenommen. Aber beim Ramses-Account müsste ich ja gleich nochmal einladen können. Jetzt. Und jetzt schnell noch ein Bowling Ball hinterher. Und so haben wir den Tag wieder gerettet. Jetzt mache ich auch die private Lobby auf. Ungefähr so. Ja, keine Ahnung. Und am liebsten würde ich mich ein bisschen bewegen und rumlaufen. Ich sitze nämlich hier so komisch zusammengekauert, also so zusammengehockert, hänge ich gerade hier rum. Aber wenn du so stehst, ist alles dunkel und Schatten. Wenn du so stehst, sieht alles fröhlich und lebendig aus. Deswegen musst du eigentlich so stehen, aber hier ist nichts zum Abstellen. Deswegen egal. Ich habe jetzt hier Mewtwo, Zekrom, Patch, Mewtwo, Gewaltro, Magnezone. Mewtwo hat bestimmt, wieso Mewtwo, ich weiß es nicht. Mewtwo mit Elektroattacke, könnte es sein. 4-6, 4-6. Ich habe keine Ahnung, was das macht. Zekrom auf jeden Fall, Elektro, Gewaltro mit Pflanze, Magneton auch, Magnezone, Magneton. Magnezone auch so. Hier ist Bisasam drin, Raikou, Metagross. Das sieht auch gut aus. Wir hauen jetzt einfach mal drauf, haben Psychostoß und Eisstrahl. Dann ist es halt so. Dann fange ich jetzt an und hau einfach mit Eisstrahl drauf, weil ich den so toll finde. Den Samyang, da drücke ich jetzt nicht drauf rum. Ich verlasse mich da ganz drauf, dass Pupsi das macht. Mit ihrem Account, meine ich. Dass sie hier so viel Action reingibt, dass der Samyang gar nicht benötigt wird. Und der Rest, der hier ist, der haut ja auch fleißig drauf. Ihr seht, das geht auch relativ gut, sind gleich bei der Hälfte. Es ist auf jeden Fall schönes Wetter, die Sonne scheint. Aber ja, leider ist wieder alles anders, als man denkt. Deswegen haben wir heute noch einen komischen Tag vor uns, sagen wir es mal so. Jetzt aber erstmal Kabukime. Stellen uns nochmal hier rüber, wo es plätschert, weil ich es so schön finde. Der plätschernde englische Garten. So. Jetzt ist es tot. Hast du dir den 100er Wert gemerkt? Nö, ich auch nicht. Deswegen gehen wir mal hin und gucken einfach, wer das höchste hat. Hier beim Samyang sehe ich was mit 15 noch was. Jetzt muss ich ja wieder hinstellen, sonst kann ich ja nicht fangen. So. Samyang hat 15,76, glaube ich. Der Große hat 16,09. Hast du mehr oder weniger als 16,09? Weniger. Also ist 16,09 der Beste. Den müssen wir jetzt mal fangen. Dafür schmeißen wir erstmal hier eine Beere drauf. Curven schnell. Hoffen, dass er sich nicht bewegt. War nur großartig. Ich muss jetzt mal darüber. Ich brauche besseres Licht. Ja, das erinnert mich ein bisschen an Kyokra, wenn ich den so sehe. Weil Kyokra auch immer hin und her geht. So, ich sehe jetzt das Licht besser. Jetzt haben wir auf jeden Fall lauter Schatten am Kopf, aber ich glaube, so sieht es gut aus. Wir curven und werfen, wenn er wieder in der Mitte ist. Diesmal in einen kleineren Kreis, einfach fabelhaft, das dürfte passen. Jetzt brauchst du den Kreis eigentlich nicht mehr verstellen und nur noch Geduld aufbringen, dass du dann wirfst, wenn er angreift. Wir warten mal auf den Angriff. Er greift an, wir curven, wir werfen. Der Kreis ist genauso geblieben, einfach fabelhaft. Und er ist drin. 16,09. Ist das jetzt ein gutes? Wir bewerten ihn mal kurz. Er ist auf jeden Fall schwerstes und größtes. 13, 14, 14 geht also noch besser. Und 233 XL sind schon vorhanden. Da haben wir beim letzten Mal wohl ordentlich Bonbons gemacht. Das heißt, das wäre auch einer, wenn die XL voll sind in den 2 Wochen und das Shiny da ist, dass man keinen 100er Hand macht, sondern sich dann einfach den ertauscht. Wir können aber ganz kurz mal gucken. Also muss ich euch trotzdem wieder hinstellen. Warum nehme ich das denn immer zu in die Hand? Was das beste Kabukime ist, was ich gerade habe auf der Hand, gehen wir mal hier rein. Kaboriki, Kabofala, Kabotoro, Kabukime. 16,29. Das ist ein 8,90er, also wir haben ein 8,90er Kabukime auf der Hand und hier mit Wetterbrust. Das ist schlecht. 8,90er Kabukime ist das Beste, was wir haben. Können wir mal hier reinblenden.
So, ansonsten würde ich sagen, habt ihr einen Shiny bekommen, schreibt es mir in die Kommentare. Bei allen anderen habe ich so, dass ich immer ein Lucky Shiny mir gegönnt habe. Meistens noch ein Shiny normal auf der Hand, also normal und Lucky Shiny. Möchte ich bei dem auch. Ein Kabutoro muss ich mir noch von dem anderen Netz rübertauschen, dass ich das wieder normal habe. Bei eins ist ein Mirror Trade draufgegangen. Ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut. Euer Ramses und euer Pupsi. Tschüss.